Liebe Grüße aus Ibiza. Wie ihr wisst, liebe ich es, natürlich und ungeschminkt zu sein. Und deswegen erhalte ich von euch oft die Frage, wie ich denn meine Haut pflege. In diesem Video möchte ich euch etwas mehr dazu zeigen. Lange habe ich nach einer natürlichen, veganen und auch umweltfreundlichen Gesichtspflegelinie gesucht und verwende nun seit einigen Wochen die neue Linie Namaste von Rituals und bin absolut begeistert davon. Als erstes zeige ich euch meine morgendliche Reinigung. Da habe ich zwei verschiedene Varianten. Wenn es mal etwas schneller gehen muss, verwende ich das Micellar Water. Das ist ein 3-in-1 Produkt. Reinigung, Tonic und Feuchtigkeit in einem. Ihr könntet zum Auftragen auch ein Wattepad benutzen. Ich verwende aber lieber einen Waschlappen, da es weniger Abfall generiert. In einem zweiten Schritt verwende ich diese Feuchtigkeitsampullen. Die könnt ihr mit einem Handtuch öffnen, damit ihr euch da nicht schneidet. Die sind nämlich aus Glas. Und dann trage ich das Wasser aufs Gesicht und aufs Dekolleté auf. Ich verwende die Hälfte und die andere Hälfte verwende ich dann später in meiner Abendreinigung. Zeige ich euch später noch. Meine Haut braucht viel Feuchtigkeit, deswegen kommt jetzt als nächstes die Feuchtigkeitscreme aus der Namaste-Linie. Diese ist übrigens Refill, das heißt, ihr könnt die immer wieder auffüllen. Das heißt, auch hier generiert ihr weniger Abfall. Wenn ich morgens etwas mehr Zeit habe, mache ich zu Beginn anstatt des Micellar Water die Reinigung einfach in der Dusche, wenn ich mir die Haare wasche, mit dem Reinigungsschaum. Der zweite und der dritte Schritt mit der Feuchtigkeitsampulle und der Tagescreme bleibt derselbe. Ungefähr einmal wöchentlich mache ich die Glow Mask mit indischer Lotusblüte für einen strahlenden Teint. Ich massiere das Produkt aufs Gesicht und manchmal auch aufs Dekolleté ein. Ich lasse diese dann 20 bis 30 Minuten einwirken, bevor ich sie mit lauwarmem Wasser wieder gründlich abspüle. Ich persönlich bin begeistert von der Glow Maske. Vielleicht aber ist für eure Haut eine andere Maske besser geeignet. Deswegen könnt ihr in jeder Rituals Filiale eine kostenlose Hautanalyse durchführen lassen. Kommen wir nun zu meinem Abendritual. Als erstes natürlich eine sanfte Reinigung, damit könnt ihr euch auch abschminken, quasi mal geschminkt seid, dann der Rest meiner Feuchtigkeitsampulle und am Schluss ein Tropfen des Anti-Aging Oils. Dann kommt die zweite Hälfte meiner heute Morgen angebrochenen Feuchtigkeitsampulle fürs Gesicht und Dekolleté. Und als allerletztes verwende ich dann einen Tropfen des Anti-Aging Oils. Dieses hilft in erster Linie, den Säureschutzmantel meiner Haut wieder zu regulieren, da ich eine eher trockene Haut habe. Für das Einmassieren des Öls nehme ich mir gerne einen Moment Zeit. Am liebsten arbeite ich mit zwei Fingern, beginne oben in der Mitte der Stirn und gehe dann in schwimmenden, kreisenden Bewegungen mein Gesicht herunter. Somit arbeite ich mit der Lymphe und habe diese noch ein bisschen angeregt. Namaste! Die Philosophie von Rituals sagt, dass man Zufriedenheit in den einfachsten Dingen finden kann, wenn man wieder beginnt, den Moment zu schätzen und aus etwas Einfachem ein Ritual macht.